Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team, Spiel Nummer 4. Jawohl, nach zwei Siegen in Folge wollen wir es jetzt die drei komplett machen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen heute. Gestern wieder gewonnen, schön und gut. Aber 12 Tore, 12 Querpässe ist halt ermüdend. Und da kann ich euch auch verstehen, dass ihr sagt, hey, boah, so ist NHL echt langweilig, das macht keinen Spaß zum Zuschauen, verstehe ich komplett. Man muss halt auch verstehen, dass wenn ich das nicht nutze, dann verlieren wir halt. Und das ist halt auch nicht Sinn und Zweck. Oder das will ich halt auch nicht. Ganz einfach. Ja. Cake Maker. Hoffe jetzt halt einfach nur, dass, wie gesagt, dass jetzt die nächsten Spiele wieder besser wird. Bisschen variabler, nenne ich es mal. Weil solange das wahrscheinlich so ist, wie es jetzt ist, sehe ich da wenig Hoffnung, dass wir da zur Normalität zurückkehren werden. The dream is over. Passreicher Anfang unseres Gegners. Ungewohnt, so viele Pässe zu sehen. Oh, schön abgefangen von Heisen. Die dann auch gleich einen richtig schönen Check mitkriegt. Geht genauso weiter. Ecke fahren, warten, reinfahren, Abschluss, möglichst in Glitch-Position kommen und dann funktioniert das auch. Ja. Zwei Minuten. Late Hit. Es ist abseits, es war abgepfiffen. Warum gibt es keine Strafe? Warum gibt es keine Strafe? Kenner kriegt einer. Wieder im Tor vorbei, da kann ich jetzt halt so, ja, ich kann ewig weiter schießen, theoretisch. Wenn jemand hat Hasche gegeben, dann geht er runter und hält ihn fest, fertig. Weiß nicht, warum er. Ich würde sagen, weiß nicht, warum da einfach da und wieder der Flügelspieler stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Das war jetzt komplett unnötig. Wie unnötig gefährlich willst du es machen? Die KI, ja. By the way, Hašek ist platt. Also, wenn jetzt dann der Schuss kommt, kassiert man wahrscheinlich. Und dann kannst du noch nicht mal sagen, es wäre unverdient. Ja, das ist auch platt. Das ist gefährlich. Nicht so viele auf dem Eis, dass die einfach energielos sind, energieleer sind. Radko Gudas. Potvin weicht aus. Boah, Fox fast in Schussposition. Das bringt mir aber nichts, weil es fehlt jetzt hinten ein Verteidiger und Ding ist platt. Dumba bleibt an der Was war das jetzt von unserem Verteidiger, von Dumba? Bleibt da an der Bande hängen, oder? Wollt sich umdrehen und ist aufgefallen, oh scheiße, das ist die Bande. Ja. Idiot vom Dienst. Oh, schade, wollte die Scheibe rauskriegen. Kriegen wir nicht raus. Kavi blockt. Jetzt Giroud. Forsberg, Giroud. Boah, schön ist gut. Mit Doppelpass den Verteidiger aussteigen lassen. Wundervoll. Giroud und es gibt einen Energieboost.
Havi hinten raus, Doppelpass zwischen Forsberg und Giroud. Und Giroud macht den nächsten Punkt. Und das nehme ich jetzt ausnahmsweise mal nicht als Querpass, weil das war schon ein schöner Doppelpass. Da war schon Spielsinn dahinter. Noch wenn es theoretisch, ja, Pass von einer Seite zur anderen. Aber da muss ich jetzt ausnahmsweise meinen Spielstil verteidigen und sagen, das ist ein Doppelpass. Werte ich mal nicht als Querpass. Coffey gegen Giroud. Schön gemacht von Giroud, läuft ihm die Scheibe ab. Keller. Keine 2 Minuten Strafe. Weiß Gott wieso. Boah, da fliegt die Scheibe raus. Weiß Gott wieso das keine 2 Minuten Strafe war, aber das waren pure 2 Minuten. Keller, Bande entlang. Jetzt kommt der Pokecheck von Ovechkin. Der trifft keine Scheibe. Alles, was der trifft in diesem Ding, sind beide Beine von Keller. Es wären klare 2 Minuten gewesen. Keller fällt nicht, deswegen Vorteil für den Gegner. Weil, wie gesagt, am Ende von uns niemand die Scheibe verwandelt. Bringt mir nichts. Ich muss natürlich sagen, ich respektiere die sportliche Fairness unserer Mannschaft. muss man ja einfach mal so sagen. Ich respektiere die sportliche Fairness unserer Mannschaft. Muss aber halt auch dazu sagen, es bringt uns nichts und es bringt dem Gegner nichts. Und so bringt es halt keinem was. Giroud, und jetzt gibt es 2 Minuten. Litzröhr darf raus. Keller. Er bringt sich keine in Position, das ist schlecht. Megan Keller. Warum? Warum? Wir laufen eine 3 auf 2 Situation. Warum bleibt die dritte Person stehen? Und geht nicht mit. Patterson gegen McDavid. Da mal Glück, dass McDavid beim Bulli steht. Weil da niemanden auf dem Eis, der kämpfen kann. Wahrscheinlich eigentlich schon, aber... Warum ist nicht bewusst, wer unten ausgewählt war? Radko Gudas, by the way, ist das gerade. Oates. Patterson! Uns ist egal, Oates macht's. 2-0. Adam Oates. Der Querpass landet irgendwie im Kasten des Gegners. Völlig egal wie. Paul McCoffey mit dem Eigentor. 2-0 Führung. Ja. Ist absolut keine Torhüterbehinderung von Patterson, völlig wurscht. Nehmen wir gerne mit so. Nehmen wir ausnahmsweise absolut gerne mit so. Ja, jetzt haben wir den Treff auf der anderen. Nein, haben wir nicht, da haben wir Glück. Gatko Gudas. Das war ein schöner Pass. Fox. Giroud, da liegt ein Schläger auf dem Eis, da muss man aufpassen. Solche Aktionen sind gefährlich. Ah, McDavid. Jirikoski, wenn wir mal checken, dann weißt du, was Sache ist. Heisi.
Turkoglu. Schade, es wäre jetzt zu schön gewesen. Ja. Keine Ahnung, warum man die Scheibe nicht aufnehmen kann. Da war jetzt kein gefährliches Wesen in der Nähe, sage ich mal. Das irgendwie hätte vollkommen gefährlich werden können. Koivu läuft einfach mal blind durch. Das ist auch mal gut, liebe ich. Das ist auch so, wir haben jetzt viel Glück, weil die gegnerische KI nicht aufpasst. Harvey, die ist platt, deswegen wollte ich die Scheibe zu Koivu geben. Ah! Drei Seitel. Oh, mal Glück. Aber Glück gehört auch dazu beim Eishockey. Ach, Keller kriegt die Scheibe nicht rüber. Makar hinten mit der. Beides ist Weltklasse verteidigt von Makar. Scheibe ist raus. Oh, schade. Kann er gerne nochmal machen, wenn der Hemski kommt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh, 2-0 nach 40 Minuten. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind gut mit dabei. Verteidigung steht hinten. Natürlich die Checks von, die sind heftig. Die kosten uns Kraft ohne Ende. Aber es tut einfach mal gut, hinten zu sehen, dass wir stehen. Weil wir stehen. Und das ist richtig, richtig gut. Haschek. Hemski bleibt da hinten defensiv stehen. Das ist gut, was der da macht. Jurikowski. Sofort hinter. Da fehlt mir jemand dann. Glücklicher Treffer. Glücklicher Treffer, weil Fox wieder nicht nach hinten läuft, weil er sich nicht umdreht. Ganz, ganz glücklicher Treffer. Das ist natürlich nicht das, was mir jetzt gefällt. Dieser frühe Anschluss. Gift für das, was ich mir vorgenommen hatte eigentlich. Ja, Pass kommt nicht an, hätte ankommen müssen. Da war nichts mehr übrig an Gegner. Hillary Knight. Oh, hallo, Entschuldigung. Steht so nah vorne dran, so nah. Connor McDavid. Und dann kommt der Pass nicht. Mal wieder kommt. Wieder ist der Pass durch ohne. Boah, schick. Junge, Junge, was ist denn jetzt los eigentlich? Kein Grund, dass unsere so unversichert sind, so verunsichert sind auf einmal. Gut gemacht von Haschek, richtig stark verteidigt. Ja, bleibt an der Kufe hängen. Saint-Louis nimmt sie tief mit. Einer geht hinterher, zwei gehen hinterher, drei gehen hinterher. Und der vierte hat ihn dann so ungefähr. Ja, genau, der vierte hat ihn dann nicht. Wie kann es sein, dass nach 5 Checks der immer noch die Scheibe hat? Ja, Harvey ist platt. Das ist schlecht.
Hašek. Ja, will er noch mehr in meinen Torhüter reinlaufen oder kann ich ihm sonst irgendwie behilflich sein, ha? Huh? Kann ja nicht wahr sein. 4:33 noch. Ich würde gerne noch ein Tor schießen. So nicht. Keller. Ganz, ganz stark. Letzte Spielminute. Powerplay für uns. Hillary Knight. Torhüterbehinderung. Das ist ein 2-1-Sieg. Sieg Nummer 3 in Folge diese Woche und somit beenden wir die Woche positiv. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Mal eher reagiert hätte, glaube ich, hätte das gut funktionieren können. Ja, muss ich sagen, ja, absolut glücklich, dieses Tor. Also, das war so glücklich, dieses Tor. 680 weitere Punkte auf unser Konto. Ein Spiel haben wir noch. Wir werden meiner Meinung nach diesen Silberrang nicht halten können, wie immer. Das wird nicht reichen. Plus 16. Ich bin einfach nur happy, dass das jetzt geklappt hat, wirklich. Dritter Sieg in Folge. Ich glaube, wir haben ein super Spiel gemacht. Natürlich ärgerliches Gegentor, aber das Tor in Unterzahl, das Tor von Oates in Unterzahl war das Wichtige. Ah, Scheibe war schon drin, okay, dann war es nicht mal Torhüterbehinderung, weil die Scheibe schon drin war. Muss dazu sagen, Oates halt wieder arschfrech, ne? muss man schon dazu sagen. Also es ist nicht so, dass Oates hier, er hätte die Scheibe einfach querlegen können auf Patterson. Nee, macht er nicht. Sondern wirklich hier, zack, legt er sie ihm hin. Muss ein Ding finden, jawohl. Das ist das Thumbnail, das nehmen wir. Das Thumbnail schmeißt sie Shesterkin dahin. Und Coffey hat dann das Pech, dass er halt hier hängen bleibt und die Scheibe dann mehr oder weniger mit seinem eigenen Fuß hier ins Tor kickt. Ist super Pech, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Tor ist Tor. Genau. Und Hašek mit 90%, wenn ich das richtig gesehen habe. 21 Schüsse, ein Treffer. Machen 95,3%. Auf der anderen Seite natürlich 8 Torschüsse, 2 Tore, das ist natürlich krass. Tut mir natürlich, wie gesagt, für jeden Gegner leid. Aber ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt ciao und ciao und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.
Tschüss.